Ja, grüß euch wohl, da sind wir wieder. Es ist ein ganzes Jahr vergangen, seit wir das letzte Mal bei euch waren. Zu unserer grossen Freude ist seit der Fasnacht wieder auferstanden. Schön seid ihr auch das Mal mit dabei. Elisabeth vom Schneider und Ölbert hat man genommen. Für Basel heisst das leider nein, für Zürich schade, grad auch. Man hat halt jetzt die Liebe lieber zu Bern gehabt. Ein Vogt, ein Herzog hat man noch nie gern gehabt. Und statt beim Evi Alemann heisst es gleich beim Josic Alemann. Darum tut man diskutieren, ob das Land jetzt die Stadt regiert. Weil die Bauern dominieren, werden die Städte diskriminiert. Da machen es die Wähler innen vor der Gemeinde Königs schlauer. Die nehmen eine linke Frau und die heisst Bauer. Obwohl, das habe ich mitbekommen, nicht alle sind da Fan davon. Es gelingt den Mediziner eine Riesensensation. Die arbeiten gäng wie feiner bei der Herztransplantation. Ein Menschenherz kommt raus, das Sauherz drin. Ich glaub, der Eingriff war beim Putin. Nein, wegen nicht, das wäre ja voll beleidigend für jede Sau. Es ist uns allen klar, beim Strom und Gas längst nicht. Man sieht im neuen Jahr drum jetzt einen klaren Unterschied. Wenn die Leute auch heizen, wenn sie Bäder nehmen, dann tun sie sich am Schluss noch ganz fest schämen. Weil beim persönlichen Verzicht zeigt jeder halt sein wahres Gesicht. Klopf, klopf, klopf. Es ist Zeit für Scherze und Spaß, gemeinsam bereit, mit Lachen und Freude den Tag erhellen wir. Kommt und seht, wie wir zusammen lachen, ohne Zögern hier. Ihr findet, dass sie jetzt ein komisch war. Hey ja, der Text ist vom ChatGPT. Da sind wir erst beschränkt entsetzt und werden noch nicht gerade ersetzt. Der Gianni von der FIFA ist Chef vor Korruption. Doch statt man den wird IFA, gibt man ihm ein Mikrofon. Er fühlt sich heute, sagt dieser, behindert und schwul. Und hat so bewiesen, in seinem Gring ist etwas faul. Die One Love Captain Binde, wo steht für Menschenrecht. Die Läume lassen verschwinden, weil die passt dort einfach schlecht. Der Stadionbau hingegen, der sei ideal. Man könnte auch wirklich sagen, sei für das Klima als neutral. Und tote Bützer, sicher nicht ein paar Tausend. Es ist ja so, Katar ist einfach grusig. Und wir hoffen, dass es nicht gefallen, alles andere wäre gelogen. Die Stimmung scheint uns auch grandios. Doch
Doch halt, wir haben noch gar nicht alle genüsslich durch den Kakao gezogen. Drum kommt hier Teil 2, es geht schon los. Die Elisabeth ist weg, doch die Monarchie noch da. Der Harry total weg, weil dem sein Büchli ist jetzt da. Der Boris endlich weg. Und hä, die Liz Truss ist da, ist weg. Der Rishi Sunak da. Doch reimt sich auch Sunak auf weg. Wie lang ist der echt da? Jacinda ist auch weg. Der Macron bleibt noch da. Der Bolsonaro weg. Der Lula das dritte Mal schon da. Auch Gletscher sind gleich weg. Der Klimawandel da. Mit Holz sind die Leute mal weg, weil die Munition ist gäng noch da. Der Federer ist weg. Ein Tränenmeer bleibt da. Auch Fötzen nimmt sich weg. Doch jeder Odermatt ist da. Es gibt viel, wo sollten gehen. Und eine per se. La 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 la. Weil ehrlich, nach der nächsten Logi geht's ab auf Frankreich mit dem Vloggi. Vor BLS, die Schiff, die werden nicht verkauft. Sie heigi alles im Griff, heisst dort, ein neues Wert gleich schon getauft. Der Kanton Bern gibt's Geld, wo sie nicht hei. Abschiffen können die wirklich gut allein. Weil BLS, so wie die weissen können, bringen lieber Steuern, heissen. Es ist fein, ein Zeitchen her, der Film vom Dr. No. Und gleich weiss jeder wer, dass der zum Meer ist rausgekommen. Es ist Ursi Andres mit den schönen Rundigen. Doch sonst kommt wenig Schönes von Ostermundigen. Der Stappi will gleich durchstieren und ums Verrecken fusionieren. Die SNB macht heuer Verlust, es ist nicht schön. Das kommt uns ziemlich teuer, gerade wegen dem Loch bei den Kantonen. Es nützt nichts, sich nach den Millionen zu sehnen. Man könnte wie die Stadt beim Gianni Bar entlehnen. Dem Ebersold ist das egal, es ging um Zinsen, nicht Moral. Eine Band, die ich kenne, die haben gleich ein Konzert. Da freuen sie sich hin, weil so steigt der ihre Wert. Es ist ihr Brass und darum wollen die sich eben kurz vor dem Auftritt dort auf die Bühne kleben. Es müsste nur ein bisschen unwohl sein, dann wäre der Gig sonst schon vorbei. In unserer schnellen Zeit, da findet man kaum mehr Ruhe.
Jetzt sind wir schon so weit, das normale Tempo ist nicht mehr genug. Heute lässt man auf seinem Handy mit Doppelgeschwindigkeit, was wieder eine elende leere Tante drauf hat gesagt. Bei Musik und bei Filmen, oh, da heisst jetzt mal hü. Und schon wird gespeedet, weil man hat ja das Tempo Faktor 3. So geht sie immer weiter, die Geschwindigkeit der Gier. Und ohne zu merken, seid ihr bei Beschleunigung mal 4. So sind durchaus ein paar Minuten zu gewinnen. Mein Vater für auch ganz schnell anfangen spinnen. So, jetzt ist schon fertig mit den Stänkerer und Wadenbeisser. Wir sind wieder netter vor der Hand. Das Freutis hat er geschaut bei der dritten Ausgabe von den Tüpfli-Scheisser. Schönen Abend, adieu miteinander. Thank you.